Moin Moin, die Störangler sind mal wieder in Westermoor. Heute ist Luca S. am Start mit zwei Fiederrouten. Einmal rechts eine Fiederroute, ich gehe da mal drauf. Die ist auf dem Zweibein abgestellt, ca. 25 Meter ist der Futterkorb raus. Die Rute ist für 100 Gramm ausgelegt und 3,75 Meter lang. Hier nochmal die schöne Stör. Wir haben heute Flut. Das ist schön. Mal schauen, was geht. Hier linke Seite. Die Rute ist ca. 15 Meter rausgelegt, der Futterkorb. 3,60 lang die Rute. 100 Gramm Wurfgewicht. Also für die Stör gerade geeignet. Zum Futter gehe ich nochmal rauf. Ganz normales Fiederfutter mit Maden angereichert. Ja, zum Köder ganz normal Maden und Würmer. Ein paar Kunstmaden sind dabei in roter Farbe. So, jetzt schauen wir mal, was die schöne Stör uns bringt. So, hier die linke Angel steht auch super. Wenn der Biss kommt, schlägt sie nach unten raus, kann man auch sehr gut erkennen. Hier sieht man die Fiederrutenspitze schön nach rechts gedreht. So, der erste Fisch hängt. Schauen wir mal, was Luca am Band hat. Jetzt nach Viertelstunde hat das gedauert. Wir haben gut angefüttert. Mal sehen, was die liebe Stör uns hier rauszaubert. Da ist ein schöner Fisch. Schön auf Madenclip, 5 Maden und eine Kunststoffmade. Kann man gut erkennen. Die rote Kunststoffmade. Ja, Luca hat ihn gleich. Siehste, Petri, sauber, gut gemacht. Ich gehe noch mal auf den Fisch. Da ist er, kann man noch gut erkennen. Sauber. Ja, das Wasser steigt immer noch, aber vielleicht noch eine halbe Stunde und dann wird Stillstand sein und dann geht es auch runter. Mal sehen, was jetzt geht. Wir haben jetzt eine schöne Brasse schon. Luca auf der linken Angel, da nochmal rüber. War ein schöner Biss noch, aber der hatte sich auch festgesessen, der Fisch. Und leider nicht rausbekommen. Aber wir sind zuversichtlich und es wird weitergehen. Hier nochmal das Dreibein wieder gesichert. Durch unseren Wassersack, damit das Dreibein auch gut hält und steht. So, der nächste Fisch wird wohl jetzt gleich gelandet. Luca hat den Biss gesehen und dann angeschlagen. Mal gucken. Kann aber was Ordentliches sein. Ja, da kommt er. Ja. Kescher ist rausgebracht.
und der Fisch ist gelandet. Schauen wir noch mal rein. Sehr schön gemacht. Vorsicht. Ja, da ist der Fisch und rechts ist auch der Clip. Ist schon losgelöst. Klasse. Ab, Luca, Petri, ne? Vielen Dank. Weitermachen. Jo. Ja, wieder an der rechten Angel ein schöner Biss. Luca ist voll in Action. Ich werde ihm mal den Kescher reichen. Ja, mal sehen, was das wird. Ich gehe mal runter. Schauen wir mal. Da müsste gleich zu Sicht sein. Da müsste er gleich kommen. Mal sehen, wie dann Brasse. Ja, zieht gut weg. Schöner großer Brasse. Klasse Fisch, kann man schon hier sehen. Auch wieder auf den Madenclip. Vier Maden und eine künstliche Made. Ja, jetzt hat er sich nochmal abgewendet, aber Luca wird ihn gleich jetzt fangen. Schön im Kescher. Ja, so was man erkennen kann, schöner 40er Brasse. Ja, zieht ihn jetzt gut raus. Schön gemacht, Luca. Jo. Zeige ich nochmal. Ja, kann man sehr gut erkennen. Petri. Petri, danke. Gut gemacht, Jung. Jo. Ja, schöner Brassen. Geh nochmal drauf. Schöner Fisch. Klasse. Jo. Ganz toller Fisch. Bin begeistert. Luca. Ja, auf die nächsten dann, ne? Jo. Petri. Vielen Dank. So, es läuft ganz gut. Drei Brassen wieder. Unsere Lieblingsfische. Und ein paar Bisse dabei. Alles kann man nicht rausholen, das ist auch klar. Aber wir sind gut davor, wir sind gute Dinge. Wir werden hier noch 2 Stunden verbleiben und dann schauen wir mal, was gibt und was geht. Aber es sieht eigentlich sehr gut aus und wir haben Glück mit dem Wetter. Herrlich hier einfach wieder. Die Stör ist auch wiederum toller Fluss. So, der nächste Fisch. Lukas hier voll in Action wieder. Immer auf der rechten Seite. Ja, das sind vielleicht die 5 entscheidenden Meter, die jetzt weiter raus sind und die Kante gefunden worden ist. Also, das ist doch schon immer ein Vorteil, wenn man da genau die Kante hat. Und schon wieder ein schöner Brassen. Das freut doch wieder das Anglerherz, klasse. Schöner Fisch. Luca hat alles im Griff. Ja, ganz ruhig keschern. Sauber. Gut gemacht. Dann zeig nochmal den hübschen Fisch. Ja, Vorsicht hier mit der Kante. Ja, sieht man wieder den Madenclip mit der roten künstlichen Made, die 4 anderen Maden. Hervorragend. Das läuft gut, deine Idee. Jo. Siehst du auch, ne? Machst du weiter so mit? Klar. Klasse, weitermachen. Jo. Alter, guck mal hier. Guck mal hier, diese Spitze. Ja, die Brassen beißen heute wieder den Futterplatz gefunden. Allerdings wieder auf der rechten Route. Ja, das ist so. Schauen wir mal,
was Luca da jetzt macht. Er ist ja ganz locker dabei. Aber das wird er schon meistern. Vorsichtig jetzt wieder mit den Steinen. Hängt noch ein Busch dran. Da sitzt der Fisch im Kraut. Ist da verhängt. Aber das wird Luca schon hinkriegen. Genau, Petri. Wieder ein schöner Biss hier auf rechts. Luca schlägt an. Und? Ja, sitzt. Ja, die Futterstelle ist jetzt optimal getroffen. Schauen wir mal. Bestimmt wieder ein schöner Brassen. Ja, Luca ist jetzt richtig in Action hier. Jede zweite, dritte Minute ist der Biss da. Vorsicht mit den Steinen. Das kann man immer nur wiederholen. Auf der linken ist jetzt auch ein Biss oder der Fisch schwimmt in die Sehne. Oh, ein schöner Fisch. Ja, der hängt jetzt in der Sehne. Ja, Luca ganz schön zu tun da. Das ist mal ein schöner Brassen. Ja, schöner Fisch. Ja, da sitzt er. Klasse. Ja, das ist doch mal ein Brassen. Richtig schöner Fisch. Klasse, Luca. Jo. Dann hast du 1A gemacht. Hervorragend. Jo. Ja. Gehen wir hier nochmal schön drauf. Ja, Petri. Bitte, Dank. Ja, Luca, das ist jetzt der Größte, ne? Jo. Das ist doch fein. Ich gehe noch mal drauf. Ganz toller Fisch. Hervorragend gemacht. Super. Jo. Petri. Vielen Dank. So, ein schöner Tag geht auch mal zu Ende. Ich werde Luca jetzt noch mal fragen, ob er damit zufrieden war mit diesem schönen Tag. Luca. Jo. Und wie sieht's aus? Hast du gut gefangen? Ja. Eigentlich schon. Allerdings nur auf der rechten. Ja, auf der linken ging überhaupt nichts. Warum meinst du? War die Weite. Die Weite, du hattest jetzt ja nochmal umgestellt. Und ist das besser geworden? Nee. Ja, das ist nun mal so, aber du kannst ja eigentlich zufrieden sein. 6 Fische hast du gefangen. Ich gehe jetzt nochmal drauf auf diesen herrlichen Fluss. Super Atmosphäre hier. Ja, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Angler.